Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie man Daten nach der Zurücksetzung von Windows 10 auf den ursprünglichen Zustand wiederherstellt, den Laptop auf Werkeinstellungen zurücksetzt oder Windows neu installiert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Oft kommt mit der Zeit die Erkenntnis, dass nach dem Zurücksetzen oder Neuinstallieren eines Systems keine Dateien auf dem Computer, die der Benutzer benötigt, vorhanden sind. Auf unserem Computer befinden sich also Dateien, Dokumente, Bilder, um zu demonstrieren, wie Daten nach einem Systemreset wiederhergestellt werden, setzen wir den Testcomputer in den ursprünglichen Zustand zurück. Benutzerdateiwiederherstellung nach der Zurücksetzung des Laptops auf die Werkeinstellungen oder Reinstallation von Windows wird auf die gleiche Weise gemacht. Dazu machen wir Folgendes. Öffnen Sie Parameter, Aktualisierung und Sicherheit, Wiederherstellung. Klicken Sie unter dem Punkt Computer auf Originaleinstellung zurücksetzen auf die Schaltfläche Start. Wenn Sie im erschienenen Fenster die Funktion Alles löschen, wenn Sie diese Funktion gewählt haben, dann wählen Sie Meine Dateien, einfach löschen. Weiter. Danach wird das System automatisch neu installiert. Dabei wird das System möglicherweise mehrmals neu gestartet. Es wird einige Zeit dauern. Um den Systemreset-Vorgang abzuschließen, sind es zusätzliche Einstellungen erforderlich. Sie ähneln denen, die bei der Neuinstallierung von Windows erstellt werden. Sehen Sie dies im vorigen Videos unseres Kanals. Den Link zu dem Sie in der Beschreibung finden. Das System wurde auf die Originaleinstellung zurückgesetzt und unsere auf dem Computer gespeicherten Dateien gehen verloren. Nach der Wiederherstellung von Windows oder der Zurücksetzung des Laptops auf die Werkeinstellungen wird dasselbe Bild angezeigt. Zur Wiederherstellung von Daten, die nach einem Systemreset, einer Neuinstallation von Windows oder der Zurücksetzung des Laptops auf die Werkeinstellungen verloren gegangen sind, brauchen Sie Hetman Partition Recovery. Installieren und starten. Gehen Sie dazu auf die Webseite des Entwicklers und laden Sie das Programm kostenlos herunter. Der Link zur Programmseite befindet sich in der Beschreibung. Wir scannen mit Hilfe vom Programm angebotene Tools die Festplatte des Computers. Klicken Sie dazu auf das Laufwerk C, wählen Sie die vollständige Analyse und klicken Sie auf Weiter. Beachten Sie, dass Windows 8 oder 10 standardmäßig alle Dokumente und persönlichen Dateien des Benutzers im Ordner Dokumente speichert, der sich im Ordner des Benutzers auf dem Laufwerk C befindet. Bilder und Fotos werden im Ordner Bilder gespeichert und die vom Netzwerk heruntergeladenen Dateien im Ordner Downloads. Und Desktop-Dateien werden im Desktop-Ordner gespeichert. In diesen Ordnern sollten Sie nach verlorenen Benutzerdateien suchen. Die Pfade zu den angegebenen Ordnern auf dem Laufwerk C finden Sie in der Beschreibung des Videos. Nach dem Scannen der Festplatte des Computers wechseln Sie mit dem Programm in den Ordner, wo die Dateien wiederhergestellt werden müssen.
Verlorene Dateien können sich auch in den Ordnern Programme, gelöscht und gefunden oder robuste Analyse befinden. Im Abschnitt gelöscht und gefunden befinden sich die Dateien und Ordner, deren Speicherort nicht ermittelt werden konnte. Überprüfen Sie unbedingt diese Ansicht, wenn Sie keine Dateien am ursprünglichen Speicherort finden können. Das Programm sucht nach gelöschten Dateien nicht nur in den Dateitabellen, sondern auch nach deren Inhalt. Das Dienstprogramm analysiert den Inhalt der Festplatte umfassend und findet Signaturen, die den Anfang und das Ende der Datei angeben. Auf diese Weise gefundene Dateien befinden sich im Ordner Robuste Analyse und sind nach Dateityp in Ordnern angeordnet. Übertragen Sie die benötigten Dateien in die Wiederherstellungsliste und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie die gewünschte Methode zum Speichern von Dateien. Ich wähle auf Festplatte speichern. Ich empfehle dringend, die wiederherstellbaren Dateien auf einer anderen Festplatte oder einem anderen Datenträger zu speichern, um eine mögliche Reibung zu vermeiden. Daher wähle ich das Laufwerk E und erstelle einen Ordner für die wiederherstellten Dateien. Okay, wiederherstellen, fertig. Wechseln Sie zu dem Ordner, der auf dem Laufwerk E erstellt wurde, und wir sehen, dass die Dateien wiederherstellt wurden. Auf diese gleiche Weise können Sie mit Hetman Partition Recovery Daten nach dem Formatieren einer Festplatte, einer Fehlerfunktion des Betriebssystems oder der Festplatte, einer Beschädigung des Dateisystems, beschädigten oder nicht zugreifbaren Partitionen sowie nach dem Aufräumen des Papierkorbs oder versehentlichem Löschen von Dateien wiederherstellen. Wenn durch die Neuinstallation oder das Zurücksetzen von Windows nicht nur die Systempartition verloren gegangen ist, können Sie in diesem Fall mit dem Programm die gesamte Festplatte des Computers analysieren. Klicken Sie dazu im Abschnitt Physische Datenträgerressource auf die gewünschte Festplatte und starten Sie die Analyse. Infolgedessen stellt das Programm die Daten aller verlorenen Partitionen der analysierten Festplatte wieder her. Wir werden in einem unserer nächsten Videos darüber sprechen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch und subskribieren Sie den Kanal. Wenn Sie die Fragen haben, stellen Sie diese in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute!